eine persönliche Ergänzung zu dem Video, was ich im Anschluss hier mit dranhänge. Es ist mir wichtig, dass ich das noch einmal betone. Meine Kritik gegenüber Cannabis, meine Meinung, meine Sicht aus meiner Wahrnehmung und Beobachtung heraus, wie ich es in dem Video mitteile, ist nicht böse gemeint. Betrachtet es bitte als Anregung, noch einmal in die Reflexion zu gehen. Warum konsumiert ihr Cannabis? Was sind die Hintergründe? Was bringt es euch? Was ist der Nutzen für euch? Und inwieweit habe ich vielleicht nicht doch recht? Weil ich weiß, dass es viele anders sehen. Ich weiß aber auch, dass es viele ähnlich sehen wie ich. Deshalb ist es eine Anregung. Und ich spreche damit vor allem die Menschen an, vor allem die, die lieb sind, die einen ganz tollen Charakter haben. Menschen, die jetzt gerade auf dem Weg zu sich selber sind, die dabei sind, sich selbst zu finden, die sich heilen und transformieren. Denn sehr viele, die jetzt gerade auf dem Weg zu sich selbst sind, konsumieren sehr exzessiv Cannabis. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen noch einmal in sich zu gehen. Ob das, was sie konsumieren, vielleicht, ob es jetzt nicht an der Zeit ist, mal darüber nachzudenken, den Konsum zumindest erst einmal einzuschränken. Vielleicht. Hallo ihr Lieben. Eigentlich wollte ich gar keine Videos mehr machen. Ich mache jetzt trotzdem noch ein Video, weil es mir persönlich wichtig ist, weil es mich schon länger beschäftigt. Ich dazu schon länger etwas sagen wollte. Ich habe dazu auch mal was gesagt in Bezug auf Resonanz und Seelenpartner. Viele Menschen konsumieren Cannabis, Marihuana, rauchen das. Exzessiv, ohne einen medizinischen Hintergrund. Sie hauen sich damit die Birne weg, chillen sie da mal eine Runde, ja, gehen dabei ab wie Schmitz' Katze, fühlen sich wohl, fühlen sich nicht wohl. Die meisten fühlen sich wohl, weil sonst würden sie es nicht machen. Die Gründe dafür, warum es jetzt jeder Einzelne für sich konsumiert, seien jetzt mal dahingestellt. Und grundsätzlich an dieser Stelle möchte ich auch betonen, freier Wille, es ist jedem selbst überlassen. Und doch scheiden sich hier die Geister, die Meinungen diesbezüglich, denn es werden jetzt immer mehr Stimmen laut, dass Cannabis von der dunklen Seite stammt. Nein, grundsätzlich nicht, aber ich behaupte, die dunkle Seite benutzt natürlich Cannabis auch für sich. Für mich ist die Cannabispflanze eine reine Nutz- und Heilpflanze, die für medizinische Zwecke gedacht ist. Dafür hat sie unser Schöpfer erschaffen. Ich trenne hier an dieser Stelle auch ganz strikt. Das heißt, jemand, aus welchen Gründen auch immer, um seine Schmerzen zu lindern, um runterzukommen, weil er vielleicht zu hibbelig ist, ja, aus welchen Gründen auch immer, und es beruhigt ihn, dann hat das seine Gründe. Also aus Therapiegründen wird Cannabis häufig genommen. Das ist legitim. Das steht unter Segen, unter den Segen Gottes. Ich behaupte auch, Gott ist keine Spaßbremse. Gott ist auch kulant. Das heißt, wenn man sich ab und zu mal einen Joint dreht, dann ist das legitim, dann schaut darüber hinweg. Das ist okay. Die Fälle, die ich jetzt konkret meine, das sind wirklich diese exzessiven Fälle, wo es ohne Gründe, also ohne medizinische Gründe, konsumiert wird. Ja, Sucht hin oder her. Viele sagen, sie sind nicht süchtig, sie könnten jederzeit damit aufhören. Ich frage mich, warum macht ihr das dann? Ja, gerade die Bewussteren unter uns, warum konsumiert ihr das? Ich verstehe es nicht. Was habt ihr denn dann davon? Jeder Körper ist anders.
Jeder Körper reagiert dann natürlich entsprechend dann auch anders. Bei mir schlägt es zum Beispiel gar nicht an. Hat wahrscheinlich auch seine Gründe, whatever, warum auch immer. Vielleicht kommt es auch auf das Zeug drauf an. Ich kann dem auch nichts abgewinnen. Die wenigen Male, wo ich es gemacht habe, ich hab's nicht so verstanden. Also, das bin nicht ich, ja. Ich halte davon nichts. Ich habe davon von Anfang an nie was gehalten. Für mich gehörte es mit in meine Findungsphase. Ich habe es dann mal gemacht, weil es irgendwie alle gemacht haben. Ja, war mal ganz witzig, aber für mich erschließt sich da kein Sinn und Zweck, warum man das jetzt macht, ohne medizinische Hintergründe. Diesbezüglich können andere natürlich mitreden oder haben da auch ihre Meinung zu. Meine persönliche Meinung ist an dieser Stelle, und darauf möchte ich jetzt hinaus, dass es den Charakter verändert, das Wesen verändert, den Zugang zu sich selber. Es beeinflusst Entscheidungen, es beeinflusst Bedürfnisse. Es ist sozusagen ein Magnet für die dunkle Seite. Es hat eine Energie. Cannabis hat eine Schwingung. Es werden viele sagen, oh, das macht eine gute Schwingung, weil ich fühle mich doch dabei gut. Und wenn ich mich gut fühle, dann ist das doch auch gut. Ich sage nein. Du bist, was konsumierst. Was konsumierst du? Wenn ich etwas konsumiere, was mich am Ende auch süchtig macht, was ich am Ende nicht brauche, dann ist es wie Schokolade oder wie Zucker. Ich brauche keinen Zucker, ich brauche keine Schokolade. Ich brauche kein Fett, ich konsumiere es trotzdem. Und es macht mich fett. Es tut mir in dem Moment gut, in dem Moment, wo ich es konsumiere. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel an dieser Stelle. Es tut mir erstmal gut, weil es gut schmeckt, in Anführungsstrichen. Oder ich glaube, es schmeckt mir gut, weil ich es nicht anders kenne. Weil mein Körper es nicht anders kennt. Aber am Ende schädigt es meinen Körper. Es haut am Ende auch meine Schwingung runter, weil das, was ich konsumiere, nicht gut ist. Und wie gesagt, es ist eine Heilpflanze. Und wenn ich es nicht der Heilung wegen benutze, hat es auch nicht den Segen Gottes. Wer natürlich nicht an Gott glaubt, ja, der mag hier auch eine andere Sicht haben, aber ich denke zum Beispiel so. Dementsprechend nutzen es beide Seiten. Ja, die eine zu Heil- und Nutzgründen und die andere Seite benutzt es für Gedanken, für Handlungen, für Entscheidungen, für was auch immer in dem Moment. Es hindert meines Erachtens nach die Menschen auch daran, zu sich selbst zu finden, weil es diese Menschen blockiert. Ich bin auch geneigt zu sagen, dass es bewusstseinsblockierend ist, bewusstseinsreduzierend. Das heißt, ein Aufstieg in die Höhe, ins höhere Bewusstsein ist meiner Meinung nach nicht möglich. Jetzt werden aber viele sagen, ich versuche es mal mit meinen Worten wiederzugeben, aber immer wenn ich das Gefühl habe, ich rauche mir einen, habe ich das Gefühl, ich bin viel offener, viel zugänglicher, mein Bewusstsein erweitert sich. Von was für einem Bewusstsein reden wir denn hier? Brauche ich das? Ist das jetzt erforderlich? Ist das jetzt gut? Ist das jetzt Gott gewollt? Ist das nicht Gott gewollt? In welche Sphären befinde ich mich denn dann plötzlich? Wo halte ich mich dann plötzlich auf? Muss ich da denn sein? Ist das jetzt erforderlich? Oder anders ausgedrückt, ist das Gott gewollt? Muss ich das jetzt so haben? Soll ich das jetzt so haben? Bin ich denn dann noch im Hier und Jetzt? Also ich habe nie verstanden, die Leute, die mir gesagt haben, oh, ich bin da viel lustiger drauf. Ich fühle mich dann gut und das ist so geil. Ich habe es nie verstanden. Aber genauso wenig haben die Menschen mich verstanden, wenn ich meine 5 Minuten bekommen habe, wo ich mir anhören durfte, ey, was nimmst du denn? Ich so, gar nichts. Keine Drogen, kein Alkohol, never ever, das bin ich. Das haben die Leute auch nicht verstanden. Ich brauchte dieses Zeug halt dafür nicht.
Ich glaube, viele nehmen es, um ihre Gefühle abzutöten, um abgelenkt zu sein von ihrem Hier und Jetzt, von ihren Gefühlen. Es dient der Verdrängung. Immer mehr Menschen erkennen für sich, also Konsumenten, Menschen, dass sie das nicht mehr wollen. Sie wollen damit aufhören. Und bei dem einen klappt es, bei dem anderen klappt es weniger. Ich finde es gut für jeden Einzelnen, der jetzt sagt, ich will das nicht mehr. Das beobachte ich und das höre ich immer wieder. Und ich weiß auch von vielen, die damit jetzt aufgehört haben, die gesagt haben, hey, ich bin jetzt viel mehr näher an mir selber dran. Menschen, die sich plötzlich wieder fühlen, die es aber auch lernen mussten. Man ist nicht man selbst. Das ist meine Beobachtung. Und ich konnte es bei einem Ex-Partner beobachten, der sich verändert hat, nachdem er das genommen hat. Ich kannte persönlich auch einen, mit dem ich mehr oder weniger zusammen war. Wie er gekifft hat, war ganz anders drauf, wie er nicht gekifft hat. Also ich kenne da schon den einen oder anderen, wo ich das so bestätigen kann, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Und auch vom Gefühl her. Nein. Das bist nicht du. Es wird sich etwas verändern. Dein Denken wird sich verändern. Dein Resonanzfeld wird sich verändern. Du bist, was du konsumierst. Unter Berücksichtigung dessen, wofür es gedacht ist. Also ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, es ist eine Heil- und Nutzpflanze und dafür darf es auch benutzt werden. Aber wenn ein Missbrauch stattfindet, sprich man benutzt es ohne einen Grund, also einen sinnhaften Grund, und das exzessiv, ja, also ich meine jetzt nicht dieses ne? Ausnahmen bestätigen die Regeln. Wenn ich jetzt mal auf eine Party gehe und ich kaufe mir da so ein Zigarettchen rein, dann ich denke, das ist okay, ja. Aber dieses Exzessive, darauf will ich hinaus, das ist wesensverändernd. Das ist meine Meinung dazu. Das heißt, jeder, der sich weiter und höher entwickeln will, sollte sich ernsthaft die Frage stellen, warum benutze ich das? Brauche ich das? Warum benutze ich es wirklich? Ja. Okay, wurde jetzt länger wie gedacht. Ich habe vielleicht auch etwas zu viel um den heißen Brei geredet, aber ich lasse das mal so stehen.